Moin Leute, es gab wieder einen Rezeptwunsch und zwar von Gela. Und zwar wollte sie etwas haben mit Pastinaken und Maronen. Und ja, du wolltest gerne einen Hauptgang haben. Ja, das Rezept kann man allerdings auch als Vorspeise nehmen, je nachdem, ja, wie man das zubereitet. Okay, los geht's. So, die Pastinaken, das sind jetzt ungefähr 350 Gramm, die schäle ich erstmal. So, für die Hauptspeise machen sich jetzt am besten die dickeren Stellen, damit ihr relativ große Scheiben hinbekommt. Schneide ich so circa in 1 cm dicke Scheiben. Und wenn ihr jetzt nur die Vorspeise macht, dann könnt ihr einfach den unteren Teil zu einer Suppe verarbeiten. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr die auch einfach quer aufschneiden. Aber ich nehme das jetzt einfach für die Hauptspeise. Und die hinteren Enden könnt ihr einfach in beliebig große Stückchen schneiden. Ich halbiere die jetzt und mache solche Stückchen draus. Ihr könnt auch Würfel schneiden, wie ihr das möchtet. So, dann braucht ihr einen Topf mit leicht gesalzenem Wasser. Und da könnt ihr die Pastinakenscheiben und die Pastinakenstückchen so circa 10 bis 15 Minuten weich kochen. Ja, auf mittlerer Hitze. So, wenn die Pastinaken so einigermaßen weich sind, könnt ihr die dann auch abgießen. Aber hebt auf jeden Fall auch den Fond auf. Dann könnt ihr die Pastinakenscheiben auf jeden Fall schon mal auf einem Backblech verteilen, damit die so mal schon mal so ein bisschen trocknen. Und die kleinen Pastinakenstückchen könnt ihr schon mal in eine kleine Schüssel geben. Ich habe jetzt hier natürlich ein bisschen wenig, weil ich die Hälfte für die Vorspeise genommen habe. Bei euch wird das dann ein bisschen mehr sein, wenn ihr halt nur den Hauptgang macht. Deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen Tomate dazu. Das könnt ihr allerdings auch machen. Oder halt, wenn ihr anderes Gemüse haben wollt. Oder noch Kartoffeln zum Beispiel. Möhren, Kohlrabi, rote Beete, was auch immer. Könnt ihr das alles noch mit darunter geben. Bei Gemüse, was gegart werden soll, solltet ihr das allerdings auch dann vorkochen. Bei der Tomate ist das jetzt relativ egal. So, dann habe ich hier 200 Gramm Maronen. Die kann ich schon mal in ein hohes Behältnis geben. Und 100 Gramm Walnüsse. Dazu kommen jetzt noch ca. 2 Esslöffel Sojasahne und 2 Esslöffel Öl. Außerdem 1 bis 1,5 Teelöffel Salz. Eine Messerspitze Muskatnuss und wenn ihr möchtet, ein kleines bisschen Chili. Und das Ganze wird jetzt erstmal schön fein püriert. Und damit es nicht ganz so doll spritzt, könnt ihr auch wieder ein Küchenpapier nehmen, in der Mitte ein Loch machen, da den Pürierstab durch und dann bleibt auch alles da, wo es sein soll. Und wenn das schon einigermaßen cremig ist, dann könnt ihr auch esslöffelweise den Fond dazugeben. So, das waren jetzt 20 Esslöffel Brühe und damit ist das Ganze schön cremig. Und wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr das Ganze einfach mit einem Teelöffel oder Esslöffel auf euren Pastinakenscheiben verteilen. Wenn ihr einen Spritzbeutel zu Hause habt, könnt ihr allerdings dafür auch den nehmen. Und dann verteilt ihr die Creme schön gleichmäßig auf euren Pastinakenscheiben. So, dann geht's an unseren Mini-Auflauf. Da mache ich jetzt ein paar Trockenkräuter rein, in diesem Fall Kräuter der Provence. Könnt ihr aber auch nehmen, was ihr wollt im Endeffekt. Dann 1, 2, 3 Esslöffel Sojasahne und noch ein bisschen von dem Pastinakenfond. 3 Esslöffel ungefähr. Das Ganze nochmal schön durchrühren. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze nochmal ein bisschen abschmecken mit ein bisschen Salz. Dann das Ganze schön flach verteilen und die Maronen-Walnusscreme schön gleichmäßig auf dem Auflauf verteilen. Und wenn von eurer Creme was übrig bleibt, dann könntet ihr auch super als Brotaufstrich verwenden. Und dann solltet ihr euren Ofen schon mal auf 180 Grad vorgeheizt haben. Und da kommt das Ganze jetzt für ungefähr 10 bis 15 Minuten rein.
So, und fertig sind eure Pastinaken mit Maronen-Walnusskruste. Ihr könnt ihr auch noch ein bisschen länger drin lassen, wenn ihr es noch ein bisschen brauner haben wollt. Das waren jetzt bei mir circa 12 Minuten. Ja, die sind jetzt wie gesagt als kleine Vorspeise gedacht und die könnt ihr entweder auf Blattsalaten anrichten oder zum Beispiel auch, wenn ihr Rote Beete statt Pastinake nehmt, dann könnt ihr aus dem Rote Beete-Fond und Sojasahne eine schöne rosa Soße machen und könnt ihr dann so auf einem Soßenspiegel die dann darauf setzen. Das macht auf jeden Fall auch sehr viel her. Ja, mal kosten. Wunderbar. Ja, wirklich sehr lecker. Und der Auflauf. Ja, der Auflauf ist auch sehr lecker. Und durch die Tomate ist das Ganze so ein bisschen säuerlich geworden. Und ich finde, das gleicht sehr gut die Süße aus der Marone aus. Ja, wirklich sehr lecker. Also, vielen Dank, Gela, für diesen tollen Zutatenvorschlag. Und wenn ihr wieder andere Vorschläge habt, dann, wie jedes Mal, einfach 2 bis 3 Zutaten in die Kommentare schreiben. Und dann schauen wir mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.